Das Wasser-Luft-Fuhrwerk von Viktor Schauberger. Januar 1941. Es fehlen vom Manuskript die Seiten 1 und 3. Was der blinden Natur gelang, ist für einen sehenden Menschen auch möglich nachzumachen. Die erste Voraussetzung, um so eine Art Wasser-Luft-Fuhrwerk zu erfinden, ist, sich mit den Medien Luft und Wasser genau zu befassen. Denn wer sich der wissenschaftlichen Anschauung anpasst, dass Wasser den Lebensursprung als eine chemisch tote Substanz zu betrachten, die mit vermeintlichen Verunreinigungen gesättigt ist, kann sich von vornherein die Mühe ersparen, solche Probleme zu lösen. Denn Menschen, die dem Lebensvermittler die innere Lebensfähigkeit absprechen und die Lebensgrundstoffe als Dreck betrachten, gehören mit zur Gattung Menschen, die glauben, dass die Seele erst nach dem Tod aus dem Körper entflieht, aber die Erklärung vergessen, was dann den Tod bewirkt, der erst nach dem Eintritt der erlösten Seele gestattet, durch weit geöffnete Fenster zu entweichen, um entweder in den Himmel oder in die Hölle zu fliegen. Diese Abweichung vom Thema ist wichtig, um noch auf im 20. Jahrhundert gültige Anschauungen hinzuweisen, die man zu denselben Unsinnigkeiten zählen muss, als die Idee, dass Fische kraftmechanischen Schwungkräften sich aus dem Wasser loslösen und in der Luft fortfliegen können. Alle diese rätselhaften Erscheinungen verlieren ihre Mystik, wenn man die Inhaltsstoffe der Organismen Luft und Wasser als die fort- und aufpflanzungsfähigen Atome betrachtet, die mit dem Medium bloß naturrichtig auszuschwingen sind, um sie in höhere Kulturstoffgruppen atomar zu verwandeln. Zu diesem Zweck haben die Fische ihre Kiemen und soweit sie in minderwertigen Wässern leben, zum Teil auch Schuppen, die zum Teil in reißendem Quellwasser regungslos stehende Forellen der hochentwickelten Kultur, die solche Wässer haben, nicht notwendig haben. Wer fliegende Unterseeboote konstruieren und bauen will, muss vor allem den Sinn und Zweck dieser Vor- und Einrichtungen verstehen und wissen, warum und wieso eine Wind- oder Wasserbraut oder eine durch Spannungsunterschiede ausgelöste natürliche Wasser- oder Luftbewegung urentsteht. Denn diese Urentstehung der natürlichen Luft- oder Wasserbewegungen wird es nicht nur der Woge möglich, sich zu wellen, sondern dem fliegenden Fisch ermöglicht, sich aus dem Wasser zu heben und in der Luft zu fliegen, sondern auch der Forelle möglich, im reißenden Wasser still zu stehen. Wer jemals lebfrisches Quellwasser beobachtet hat, wird zugeben müssen, dass dieses springlebendige Wasser nicht etwa geradlinig abfließt, so wie autorisierte Flussregulierer dies wünschen, die bekanntlich Mäender durchstechen und kurvenreiche Gewässer strecken, um durch die Verkürzung des Weges das geologische Gefälle zu steilen, um das am Ablaufweg oft schweren, Schaden anrichtende Wässer möglichst rasch in die Meere zu führen. Frisches Wasser beginnt sich unmittelbar nach Verlassen einer Quelle in bestimmte Kurvensysteme zu legen oder zu schlängeln, um sich ausschwingen zu können. Nun kommt das Wichtigste. Die das schwere Geschiebe führende Trag- und Schleppkräfte aufbauen zu können, die aus den Geschiebemassen frei werden, wenn sich eben naturrichtig abfließende Wassermassen frei ausschwingen können. So, jetzt kommt die Seite 3 und die fehlt, ne? Okay, dann geht's weiter. Die Messapparate zeigen, dass je Tropfen Wasser bei einmaligem Abfall, Ausschwingungsrückfall, 12.000 Volt amperloser Strom frei wird, wenn man die ursprünglich entstehende Spannung umpult. Da ein Wassertropfen rund 190 Mal ausgeschwungen werden kann, so ergibt sich die exakt festgestellte Voltzahl je Tropfen Wasser bei rund 2,2 Millionen Volt. Wir müssen es geschulten Mathematikern überlassen, zu berechnen, wie viel Wassertropfen 500 Kubikmeter enthalten, die am Entwicklungsweg rund 200 Mal naturrichtig ausgeschwungen werden, wenn nicht durch autorisierte Flussregulierer die Kurvensysteme gerade gelegt und dadurch der Qualitätsstoffabbau im Entwicklungsweg am Kurvenweg unterbunden wurde. Denn in diesem Fall wird das naturunrichtig geführte Blut der Erde, das Wasser, schal, warm und faulig und geht zugrunde. Wie eine Pflanze, die keine tragende oder schleppende Lebensurkräfte zur Verfügung hat.
was die heutige gesetzlich vorgeschriebene Flussregulierungsart, die die Ufer reguliert, aber die Hauptsache, die inneren Kulturvorgänge im Wasser übersieht, anstellt, müssen wir der nüchternen Überlegung derer überlassen, die noch über eine genügende Portion gesunden Hausverstand verfügen. Nichtsdestoweniger ist aber diese vom hebräischen Professoren, siehe zum Beispiel Hydraulik, vom Professor Furchheimer, vorgeschriebene Regulierungsart gesetzlich geregelt und daher einem Lande vorgeschrieben, das scheinbar den Qualitätsstoffabbau systematisch mit Hilfe enormer Steuermittel zu unterbinden hat. Damit die verführten Volksmassen nicht unabhängig und frei werden können, sondern sich nach den alt- und neutestamentlichen Vorschriften ihr Brot im Schweiße ihres Angesichts ewig verdienen müssen. Denn durch diese wahrhaft geniale Vorsorge können die Dummen unmöglich aussterben, die von auserwählten Volksmassen bestimmt wurden, für immer während des Zeit Sklavendienste zu leisten. Und das Gleiche gilt wohl für fast alle Lehr- und Grundsätze der Wissenschaft, die bekannterweise fast ausschließlich Juden aufgestellt haben. Vielmehr wird es nunmehr erklärlich, warum man früher Menschen, die diese grauenhaften Vorsorge nahe kamen, am Scheiterhaufen verbrannte oder heutzutage in Irrenhäusern verschwinden lässt. Diese Überlegungen müssen wir aber denen überlassen, die noch über genügend gesunden Hausverstand verfügen, weil wir uns hier nicht mit solchen Teufeleien, sondern mit der Kehrseite der Medaille zu befassen haben. Vielleicht macht nun dieser oder jener den Einwand, dass doch gigantische Schwungkräfte nötig seien, um höhere Kulturen aus den Medien Luft oder Wasser naturrichtig zu befreien. Das Überraschende ist, dass nicht nur Nullkräfte, abgesehen von einmaligen Anstoßkräften, nötig sind, um gewaltige Energiemengen frei zu bekommen, die der nahezu absoluten Bewegungsfreiheit und der nahezu absoluten Nährfreiheit dienen, sondern dazu auch noch so viele Überschusskräfte frei werden, die jede Menge an Wärme, Kälte, Licht, Elektrizität etc. und alle Maschinen mittreiben, die Menschen notwendig haben, um sie von der menschenunwürdigen Arbeit im Schweiß ihres Angesichts, sich das Brot zu verdienen, befreien. Ein Volk, das sich von jüdischen Arbeitsgesetzvorschreibern die Qualitätsstoff und Unterbindung vorschreiben lässt, kann unmöglich eine Kultur haben. In dieser Hinsicht kann auch ein Goethe nicht helfen, weil bekanntlich eine Schwalbe keinen Sommer macht, die in ausgiebigster Weise zwitscherte, was den Philosophen, Astrologen, Mathematikern, Physikern, Chemikern und so weiter praktisch gesehen zu halten ist. Diese notwendige Abweichung vom Thema dient wieder nur als Hinweis, dass wahre Volkskultur Kulturvoraussetzungen notwendig hat. Aber alle diese naturphilosophischen Betrachtungen wären zwecklos, wenn es nicht gelungen wäre, unwiderlegbare Beweise für die scheinbar utopische Behauptung zu schaffen, dass es sinnlos ist, beispielsweise Maschinen statt mit gewöhnlichem Trieb und Treibstoffen mit höheren Trieb und Treibstoffen kostenlos und lautlos zu treiben, wozu sich noch obendrein die nahezu absolute Nährfreiheit ergibt. Dass im anderen Falle die Hungersnot das zuversichtliche Ende einer Fortsetzung der bisherigen Qualitätsstoffunterbindung ist, dürfte Menschen, die noch etwas gesunden Hausverstand besitzen, deshalb einleuchtend werden, weil es ohne wachsende Qualitätsstoffe oder ohne Aufpflanzungsmöglichkeit keine Vermehrung der Nahrungsmittel gibt und daher die Fortentwicklung eines Tages abreißen muss. Wenn wir länger an das ebenfalls jüdische Gesetz glauben, dass sich die vorhandene Energie konstant erhält, weil es in diesem Falle wohl eine kurze Zeit noch eine Fortpflanzungsmöglichkeit für sich uferlos vermehrende Menschenmassen gibt, die sich im Schweiß ihres Angesichts bemühen, den Qualitätsstoffabbau in der Natur systematisch in der Forst-, Land-, Wasser- und Energiewirtschaft zu unterbinden. Um das Verbrechen wieder das keimende Leben in der Natur zu beheben, haben wir uns abgesehen von zahllosen Lehrbeispielen mit einer Konstruktion näher zu befassen, die als nahezu betriebsstoffloses, fliegendes Unterseeboot die natürliche und daher ursprüngliche Bewegungsmöglichkeit dieses Wasser-Luft-Fuhrwerkes praktisch einwandfrei zeigt. Das Wesentliche dieser Konstruktion ist ein bestimmt geartetes und formenmäßig richtig konstruiertes Doppelmembran, ne, siehe im mittleren Teil des anliegenden Fotos.
Durch angebrachte Zungendeckel entstehen Eindruck- und Einsaugöffnungen, die bei hoher Tourenzahl gewaltige Luft- oder Wassermengen verzehren und durch an den Außenkurven angebrachte Kiemenschlitze in einem auf- und abgehenden Spiralweg bestimmter Art ausschwingen lassen. Da sich mit zunehmendem Radius der Luft- oder Wasserreibungsdruck im Quadrat steigert, kommen die gewaltigen Leistungskräfte nahezu kostenlos zustande, die oben zitierte Zentrifugenzformel zeigt. Durch diese Schwungkräfte werden die vorliegenden Luft- oder Wasserstoffe rascher verzehrt als die weiter vorne liegenden trägen Frischluft- oder Frischwassermassen nachdrücken können. Unter Verzehrung ist ein atomarer Zerlegungsprozess eine Um- und Aufwertung der bipolaren Inhaltsstoffe der Organismen Luft und Wasser und die Abfuhr der entspannten Träger Wasserstoffe zu verstehen, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Verdauungsvorgang hat, der ebenfalls die energetische Aufwertung der Nahrungsinhaltsstoffe und die Abfuhr der minderwertigen Abfallstoffe bezweckt. Der Unterschied zwischen den Vorgängen in unserem Organismus und hier besteht hauptsächlich darin, dass dieser gewissermaßen anorganischen Verdauungsprozess sich so blitzschnell abspielt, dass die umliegenden Luftmassen, die neuen Inhaltsstoffe nachführen sollen, nicht so rasch einfallen können, um das Hungersgefühl stillen zu können, das im anorganischen Magen, also was die Doppelmembran als Dauerzustand ist, entsteht. Dieser flackernde Hungerzustand nach neuen Inhaltsstoffen der Organismen Wasser oder Luft wurde das bioelektromagnetische Vakuum genannt. Deshalb, weil dieser Zustand ständig das Bedürfnis hat, einerseits seine Inhaltsstoffe einzuführen, andererseits die umgebauten Inhaltsstoffe höheren Entwicklungszwecken zuzuführen. Dieses Doppelmembran ist Magen und Lunge, also Kiemen, zugleich. Dadurch, dass die umliegende Luft- oder Wassermassen zu träge sind, um dem im Membraninneren stattfindenden Zerlegungs- und Umwertungs- und Abfuhrvorgang folgen zu können, entsteht eben in der unmittelbaren Umgebung der vorerwähnte Luftverdünnungszustand, der logischerweise als eine reibungslose Umgebung wirkt und zu einer umso beschleunigten Tourenzahlsteigerung führt, als sich dieser umliegende Luftverdünnungszustand vertieft. Die Tourenzahlsteigerung hat wieder eine Widerstandsverringerung zur Folge. Weil schon am Zulaufweg eine Dosierung der auf Zug und Druck ungleich reagierenden Stoffgemische der Organismen Luft oder Wasser erfolgt. Zugleich tritt durch die sich vertiefende Luftverdünnung eine Abkühlung der bipolaren Inhaltsstoffe ein, die der Chemiker Kohlen- und Sauerstoffe nennt. Hier aber irdische Abfallstoffe und atmosphärische, also kosmische Abfallstoffe betrachtet werden. Durch diese Abkühlung werden erstere hochaktiv, letztere inaktiv. Dadurch besteht die Gewähr, dass die biochemischen Überreste einstiger Lebenserscheinungen die höheren Abfallstoffe binden können, um die höheren Kulturstoffprodukte zu erzeugen, um die es hier hauptsächlich geht. Soweit der innere Vorgang. Der Biorotor würde regelrecht durchgehen und in seine Atome zerstieben, wenn nicht für eine physikalische Bremsung dadurch vorgesorgt wäre, dass an eine zwangsläufig gekuppelte Seitenwelle ein Dynamo angeschlossen wäre, der die Durchgangsbestrebungen infolge elektrischen Stromaufbaus fängt bzw. die gewünschte Tourenzahl regelt. Warum der Repulsator aber auch in der lotrechten durchgehen will, wird später erklärt. Durch die bremsende Stromerzeugung wird Elektrizität frei. Sie dient in erster Linie zum Betrieb des Statormotores, der die Aufgabe hat, eine Tourenzahlverringerung zu verhüten. Da infolge der Durchgangsbestrebungen verhältnismäßig geringe Impulskräfte notwendig sind, um die gewünschte Tourenzahl zu erhalten, können die restlichen elektrischen Kräfte für Beleuchtung und Beheizung des mit beliebiger Geschwindigkeit in großen Meerestiefen und Lufthöhen bewegten Wasserluftfuhrwerkes verwendet werden. Nun zur Erklärung.
warum die Apparatur in der Lotrechten durchgehen will. In den Membranzwischenräumen bildet sich das vorerwähnte bioelektromagnetische Vakuum, der organische Hungerzustand. Da die Luft- oder Wasserfänger ihre Bedarfsstoffe nur von vorne oder nur von oben her beziehen können, und siehe die Konstruktionsvorderansicht, entsteht vor oder ober der Membran ein stark verdünnter Luftzustand, der durch die Tourenzahl beliebig vertieft, also gesteigert werden kann. Die im Membraninneren erzeugten höheren Kulturstoffprodukte, die schon energetischen Charakter haben, durchschlagen die Membranstellen an der höchsten und tiefsten Stelle, also an den Wellenbergspitzen des bestimmten konstruierten Membrans. Die jeden Widerstand durchschlagenden höheren Kulturstoffprodukte, gewissermaßen fort- und aufpflanzungsfähige Keimstoffe, beschießen die weit vorliegende Frischluft- oder Frischwassermassen und werten diese dadurch auf. Die dadurch hochdifferent, also hochaktiv werdenden Frischluftstoffe bilden einen gewaltigen Spannungsunterschied gegenüber dem im Membraninneren entstehenden Indifferenzzustand. Zwischen diesen durch Tourenzahlsteigerung beliebig regulierbaren Spannungsunterschied befindet sich von der vorerwähnten Luftverdünnungszustand, der sich gegen das Membran zu vertieft, gegen die hochdifferenten Vorluft- oder Vorwassermassen verflacht. Es entsteht solcher Art ein sehr wirksames Energiegefälle und dadurch eine Art willenhafte Vorzugskraft, die aber erst ein Teil der eigentlichen Fortbewegungskraft ist. Denn die Natur geht sicher und bedient sich daher immer doppelter Arbeitskräfte. Nun kommt die Beschreibung über den Aufbau der mechanischen Vorschubkräfte, die die eben erwähnte Willenzugskräfte wirksamst unterstützen. Die entladenden, ursprünglichen Trägerstoffe konzentrieren sich im Membraninneren, da sie durch den Ausfall der höheren Kulturstoffwerte infolge der eingetretenen organischen Synthese spannungslos werden. Die spezifisch schweren Konzentrationsstoffe reagieren auf die mechanische Schleuderwirkung umso mehr, als sich der Radius der spiralförmigen Auslaufbewegung vergrößert. Siehe die Zentrifugenzformel. Die schließlich durch die Randdüsen ausgeschleuderten, stark konzentrierten Abfallstoffe werden in einem Umschlagraum geführt, dort selbst um ihre eigene Achse gedreht, wonach sie als hochindifferente Leerstoffe durch einen Ablaufkanal von den differenten Umgebungsstoffen ähnlich angerissen werden, wie dies auch bei unseren Ausatmungsprodukten der Fall ist. Diese durch biozentrifugale Vorbewegungsarten nahezu restlos entspannten Abfallstoffe haben das Bestreben, sich nach ihrem Austritt in die Längsachse der Apparatur zu verlagern, das heißt sie zentripetieren. Aus diesem Grunde pressen sie sich wie ein Mantel an die tropfenförmige, keilförmige Wasser-Luft-Vorwerkskörperwand an, die mit schuppenartigen Einrichtungen versehen ist. Die tief indifferenten Abfallstoffe bilden einen krassen Spannungsunterschied zu den weit vorliegenden, durch den abgestuften Luft- oder Wasserverdünnungszustand getrennten Spannungsgegensätzen in der lotrechten Richtung. Die tief indifferenten, an die Seitenwand des Wasser-Luft-Vorwerkes gepressten Ausfallstoffe wollen sich mit den weit vorliegenden hochdifferenten Frischluftstoffen ausgleichen. Die letztere aber kein Bedürfnis haben, sich rückzuverlagern. Im Gegenteil fort- und aufziehende Bestrebungen besitzen. Der Prophet kommt also nicht zum Berg, sondern die fest an die keilförmige Wasser-Luft-Vorwerkswandung gepressten Indifferenzstoffe, die natürlich von der Seite her frische Differenzstoffe angerissen haben und sich durch diese originelle Vermählung fortgepflanzt haben, erzeugen nun die Wind- oder Wasserbraut. Die mit ungestümer Kraft die höhere Aufpflanzung verlangende Wasser- und Luftjungfrau, die die unbefleckte Empfängnis mit Urgewalt ersehnt. Keine Macht der Welt kann dieses urgewaltige Entwicklungsverlangen mehr verhindern, denn es geht der Vervollkommnung, dem allerhöchsten Entwicklungsziel der Gottheitwerdung entgegen. Mit unvorstellbarer Kraft und Geschwindigkeit werden die schweren Wasser-Luft-Fuhrwerksmassen auf- oder vorwärts gerissen, denn keine Schwerkraft, kein Gewicht ist imstande, dieser hingebende Kraft eine Bremse anzulegen. Und so fliegende Menschen,
Göttern gleich, mit Hilfe von allerhöchsten Trieb- und Treibstoffen, lautlos hinein in den Äther. Die weise Natur braucht keine Hebel, keine Zwangswerkzeuge. Was sie braucht, das schafft sie sich selbst, und zwar dadurch, dass sie zurücklässt, um es selbst herrlich vegetieren zu lassen. Dieses für höhere Belebungs- und Bewegungszwecke untaugliche ist das notwendige Gegengewicht, um den ewigen Entwicklungsfluss durch sein Schwergewicht zu bremsen. Je mehr wir bremsen, umso mehr wächst. Umso mehr wir wächst, umso mehr nähern wir uns der Nährfreiheit. Und für diese Arbeit schenkt uns die gütige Natur die fast absolute Bewegungsfreiheit auf der Erde, auf dem Wasser, unter dem Wasser und in der Luft. Sie gibt uns aber dazu noch alle sonst etwa gebrauchten Hilfskräfte in solchem Ausmaß und solcher Güte, dass wir uns in Zukunft ersparen können, im Schweiße unseres Angesichts die Arbeit zu verrichten, die als Folge des naturwahren Sündenfalles die Habsucht diktierte. Biomaschinen, betrieben mit lebendigen Schwungkräften, werden die kommenden Maschinen betreiben, die unsere Ahnen bedienen und lenken, um sich zu unterstützen, durch eine naturrichtige Arbeit den kürzesten Weg, den geheimnisvollen Umweg zu Gott zu finden. Was soll man dazu noch weiter sagen? Der Mensch ist doch so ein Nichts, nur auch ein Körnlein in diesem ewigen Entwicklungsbestreben, das die bewusst oder unbewusst unterbanden, die das Verbrechen wider der höhere Keimkraft der weisen Natur gegenüber begingen. Da kann noch eine Randnotiz von Viktor Schauberger. Ne? Das Membran dient nur der anorganischen Verdauung, wie unser Magen, der sich auch bewegt. Soll man Menschen, die nach den Sternen greifen, um ihre Habsucht zu stillen und das göttliche Wasser und das Meer des Odems greifbar vor sich haben, bestrafen? Nein, denn sie haben durch ihre Arbeit, die sie als den höchsten Volkswert betrachten, furchtbar gestraft, denn im Schweiße seines Angesichts eine Sisyphusarbeit zu leisten, ist Strafe genug. Für naturverbundene und daher eigensinnige Geschöpfe, die das Ebenbild Gottes tragen. Aber dümmer sind wie alle Tiere auf dieser Erde zusammen. Und so bleibt hier nichts anderes zu sagen, als den Chorus Mysticus anzustimmen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis. Das Unbeschreibliche, hier ist's getan. Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und dieses ewig Weibliche, das finden wir im göttlichen Wasser, aus dem alles entsteht, das wir rundherum uns sehen und sonst wie wahrnehmen können. Diese aufbauende Gotteskraft lässt sich als das Urwesentliche weder mit dem Zollstock messen, noch mit der Dezimalwaage wiegen. Und daher kann ein wahrhaft naturverbundener Mensch diejenigen, die sich erfrechen, Gott in Statuen des Kendi, wie ein abgestochenes Kalb, exakt zu wiegen und zu messen, nur tief bedauern. Und diejenigen, die glauben, die göttliche Allmacht in der Weise, wie sie dies gewohnt sind, zu vertreten, ja, diejenigen werden in den endlich aufgewachten Volksmassen eines Tages die unbarmherzigen Richter finden, die dieses Gelichter bei Gott zum Teufel jagen. Und erst dann wird auf Erden der ewige Friede wieder werden. Amen. So wie es aussieht, hat der Verfasser keine Ahnung von den physikalischen Gegebenheiten des Lebens unter Wasser. Naja, was soll's, werfen wir sie ins Feuer.